So, und damit hallo und herzlich willkommen in der nächsten Aufnahme bei Griefing Town. Marstropfen und Endo und Salt XS und German Elite und Android Biene und die alle. Oh Mann, ey. Ihr macht euch irgendwie alle gegenseitig kaputt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Die einen sagen das und da wurde auch geklaut und German zockt war das auch und der ist aber gebannt. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ich mache mal ein Slash TPA zu No For Plan. Ich will mal gucken, wie kommt man zu Toxania? Zu Toxania kommt man so, wie zu Tortuga. Nur, wenn man schon einmal da war. So. Okay, Notplan nimmt mich nicht an. Der Nano-Teddy ist nämlich, glaube ich, einer der Admins. Zweitpass. Ich war noch nie da. Das ist nämlich das Problem. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel, ne? Ich grundsätzlich ver... Hallo, Gamer. Ich grundsätzlich vertraue ja jedem, ne? Muss ich ja dazu sagen. Ich würde den Endol jetzt ja auch hierher holen. Aber das Problem ist, wenn der dann hier alles kaputt macht, habe ich ihn hierher geholt. Und deswegen mache ich das nicht. Das wisst ihr, sowas machen wir nicht. Haus von... Guck mal, zum Beispiel SJR, JS, JF, JX soll angeblich gegrieft haben, ne? Aber die beiden, der und Shox, spielen zusammen. Und ich glaube nicht, dass Shox mit dem zusammenspielen würde, wenn der bei anderen grieft. Denn der Shox ist ein ganz anständiger junger Mann. Und ich glaube, also bei dem vertraue ich zum Beispiel wirklich. Guck mal, Gamerzockt ist zum Beispiel auch einer von hier, wie ich gerade sehe. Jetzt pass mal auf. Dann machen wir hier. Quitschibu war hier. So. Kann keine TBA annehmen. Notplan. Guck mal hier, No For Plan, komm mal. Wo bist du gerade? Wo bist du? Fragezeichen. Ich glaube mal, wir haben ja noch verschiedene andere Sachen. Wir haben ja noch Slash Home 2. Was sind wir denn da? Haus gegrieft, ausgezogen, nicht hier baue Lunex. Was? Nicht hier baue Lunex. Okay. Also eine neue Stadt. Ja, aber wo ist die denn jetzt? Ich bin gerade bei Steven. Bei Steven bin ich rausgekommen. Das ist so cool, ey. So viele verschiedene Städte. Das ist hier in hier. Ernsthaft. Slash back. Oh Mann. Sieht auch witzig aus. Immerhin habe ich meine Sachen alle wieder, da bin ich zufrieden. Er hat also nichts eingesammelt. Super. Finde ich cool. So, wir werden mal eine Werkzeugbank suchen. Eine Werkbank. Werkzeugkiste meine ich. Nee, was suchen wir eigentlich? Eine Toolbox. Eine Werkbank. Hier, das zum Beispiel. Suchen wir. Machen wir noch ein paar Schilder. Pass auf.
Machen wir das ja auch mal so. Ich finde das ganz cool eigentlich gerade. Gehen wir jetzt mal hier so hin. Das ist ja auch eine Form von Griefing ist das jetzt, ne? Pass auf. Wir machen jetzt mal folgendes. Pass auf, hier so. Quitschibu war hier. Was haben wir denn heute? Heute haben wir den 07.11.15. Hey, ich meine, das ist cool. Guck mal hier. Quitschibu war hier am 7.11.15. Ey, ich meine, ich glaube, die. Vielleicht freuen die sich die Jungs da, oder? Die machen es einfach wieder kaputt, kann auch sein. Was haben wir denn hier so? Guck mal, hier sind noch mehr Schilder. Hier steht einfach eine Tür sinnlos rum. Wie kann ich wieder entbannt werden? Du bist doch hier. Hä? Verstehe ich es nicht. Du bist doch hier. Aha! Er hat sich also neu. Alles klar. Wenn das der ist, alles klar. Das ist also derjenige. Alles klar. Bin ja gespannt hier, was hier ist. Das ist doch. Wenn der das also ist, quasi wenn er der Gamer ist und hat sich neu registriert, dann kommt er natürlich wieder hier rein. Weil es gibt immer noch keine Weißliste. Warum gibt es immer noch keine Weißliste? Ich verstehe das nicht. Normalerweise dürfte der sich hier gar nicht einloggen können, einfach so mit einer fremden E-Mail-Adresse. Aber es ist nur ein anderer. Ich heiße eigentlich GamerZockt50. Und du wurdest. Gebannt, weil du gegrieft hast. So, was haben wir hier noch? Der einsame Kaktus. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Ich sehe den Kaktus gar nicht. Weil, wisst ihr, was ich so assi finde an der ganzen Geschichte? Also, was heißt assi? Assi, mir ist es ja scheißegal, ne? Aber ich glaube, dass jeder, der hier nicht mehr spielen darf, weil er gebannt wurde, bei mir zum Disliker wird. The real Lazy Craft House. Dann habe ich nämlich, wenn ihr einfach alle gebannt werdet, habe ich irgendwann 5 Disliker auf meinem Kanal. Was mir im Großen und Ganzen völlig Rille ist. Häuser zu vermieten. Wer hat denn hier Häuser gebaut? Ich töte deine Family, Bitch. Pech, du Mieset. Versteh ich nicht. Du hast auch meine Stadt zerstört. Also geh. Also das heißt, die wollen den hier nicht haben. Jetzt streiten sie sich im Chat. Ach, guck dir das an. Alles auf Video festgehalten. Nur, dass ihr das alle seht. Cool, hier ein Teich im Haus. Aber es sieht aus, als wäre es kaputt gemacht worden. Oh, wir sind also an einem Fluss. Hier gibt es also einen See. Jetzt ist Endo wohl nach Toxania gelaufen. Ich fasse das nicht. Ehrlich? Hopp. Ich komme natürlich hier nicht drüber. Diese Zäune sind zum Kotzen, ehrlich. Okay. So. Ach, wir sind... Guck mal, da hinten ist auch Schocks Hotel. Dann sind wir hier quasi ganz in der Nähe von dem Baumhaus, was ich mal irgendwann hatte. Jawohl, und das Problem ist... Oh, das sieht so schön aus hier, ne? Aber es ist einfach viel zu viel auf einem Haufen gebaut. Deswegen ruckelt das dann nämlich auch so, wenn man hier in die Nähe kommt. Und hier hinten, genau, da waren wir letztens auch schon mal, das stimmt. Einfach so krass, da ist die Arena. Genau. So, jetzt streiten sie sich alle. Ihr sollt hier spielen, nicht streiten. Pass auf, ihr sollt hier bauen. Komma. Nicht streiten. Sie sind doch nur mit dem Chat beschäftigt, die Jungs. Ey, das gibt's ja gar nicht.
So, dann gehen wir mal, ja, waren wir schon, da gehen wir mal zu Home 3. Wir gucken mal, was Home 3, was da, was habe ich denn da abgespeichert? Hoppala! Ach so, Home 3 ist mein eigenes Home. Ja, du siehst, hier will ich auch was hinbauen. Eine schöne Plattform habe ich schon angefangen. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Wir gucken mal noch, was es weitergibt in Slash Home 4. Wohin kommen wir da? Baumfarm. Neue Stadt macht TPA zu mir, wenn ich on bin. Hier ist hier nicht mehr sicher. Das heißt, hier gibt es also auch schon jemanden, der kaputt macht. Achso, Niklas, Notplan. Hier sind wir also gerade bei Notplan. Aber ja, hier sieht alles schon kaputt aus, muss ich auch sagen. Sieht alles nicht schön aus. Erbauer Notplan. Aber irgendwie, entweder haben ihm Materialien gefehlt oder es wurde kaputt gemacht. Was habt ihr denn von euch gegen euch zu töten? Dann gebe ich Slashback ein, bin wieder da. Was bringt das denn? Für ein Arsch ist das. Für ein Arsch. Hier ist er doch, der Endul ist hier. Hüpf, hüpf. So. Mine. Das haben wir hier noch stehen. So, bin weg. Keine Dummheiten machen. Nichts kaputt machen. Nichts klauen. Geht das auch für mich? Die Bäume wachsen hier sowieso nicht. Das ist alles Liedscheiß. Das ist Pocketbein-Dreck. Das ist alles Mist. Mars schläft unter einer Brücke, wie es aussieht. Mach, was ich hatte. Happy Halloween. War ein bisschen anders geschrieben, als ich das jetzt gesagt habe. Da ist Endul. Ich habe eigentlich gedacht, ich sehe jetzt den Notplan hier irgendwo rumstehen, aber der ist weg. Endul Rip. Das ist also sein eigenes Grab. Endul. Oh. Er hat Öl. Was ist jetzt los? Das ist mein Schild. Ich möchte das wieder haben. Hier wollte ich doch schreiben. Endul hat sein eigenes Grab schon geschaufelt. Sieht cool aus, Endul. Sieht cool aus. V3O3. Alles in deine, ach, Katzenstreu, was weiß ich. Wo sind die denn, Mann? Also, ich check das nicht. Die haben hier irgendwas unterirdisch gebaut. Die Typen. Nee, ich schreibe niemanden auf Skype. Hab kein Skype. Hab kein Skype. Und Leute, ich fange das auch gar nicht an. Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe jetzt öfter schon Skype-Anfragen bekommen. Und ich mach das nicht. Sieht kaputt aus hier. Also ich mach das nicht. Ich fange das gleich an mit, wenn ich nämlich, es gibt, du weißt nicht, wer hier ein Troll ist und wer nicht. Du kannst einfach niemandem vertrauen. Da musst du, wenn du YouTuber bist, musst du wissen, du kannst niemandem vertrauen. Und wenn du da deine Skype-Adresse rausgibst, ich meine, gut, du kannst es einfach, brauchst es ja einfach nicht mehr anmachen, aber letzten Endes irgendwie, das hat dann letzten Endes jeder irgendwann deine Skype-Adresse und deinen Skype-Namen und das, ach nee. Haben wir alles kaputt gemacht, zum Glück könnten wir noch was aufbauen, aber jetzt lassen wir das. Ich kann nur den Rat geben, baut irgendwo alleine. So, jetzt gehen wir erstmal in die nächste Folge. Deswegen macht's gut, haut rein und tschüss.